Konnte Ryoma denn sicher zurückkehren? Tut mir leid, dass ich ihn nicht verabschieden konnte. Wir müssen über den Vorfall im Gasthaus Terrada reden. Aber wir wissen immer noch nicht, was genau sich dort abgespielt hat. Kondo und Hijikata waren auf Befehl des Shogunats nicht in Kyoto. Die beiden können wir als Verdächtige ausschließen. Wenn die Satsuma-Choshu-Allianz offen nach dem Schuldigen sucht, riskieren wir eine Strafe des Shogunats. Und da kommst du ins Spiel. Wir wollen, dass du die Shinsengumi infiltrierst und herausfindest, wer es war. Ich werde diese Entscheidung Katsura überlassen. Ich wusste, dass du zustimmen würdest. Du kommst allein zurecht und bist auf alles gefasst. Und weil du schon mal unter ihnen warst, wenn auch nur kurz, wirst du keinen Verdacht erregen. Nun, einige mögen dich schon kennen, aber mit der richtigen Tarnung wird niemand etwas merken. Ich bringe dir alles bei. Komm zum Tempel Nishihonganji, wenn du soweit bist. Du musst für die Aufnahmeprüfung bereit sein. Wie geht es dir? Der Ort wird von der Shinsengumi als Außenposten genutzt. Deine Einschreibung wurde schon vorgenommen. Dank unserer Satsuma-Verbindung erwarten sie einen fähigen Ronin für ihre Reihen. Ich habe dir auch eine Uniform besorgt. Den Rang und die Stellung nimmt man dir ab. Solange wir nicht wissen, wer hinter dem Angriff im Gasthaus Terada steckt, ist deine Rückkehr für Ryoma zu riskant. Du schaffst das. Es steht viel auf dem Spiel, aber ich glaube an dich. Ha, das wollte ich hören. Saigo und ich werden für deinen Erfolg beten.
Du musst der neue Rekrut sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Du sollst sehr fähig im Schwertkampf sein. Aber hier prahlen viele Schwächlinge mit ihrem Können. Also musst du es mir erst beweisen. Hm? Kennen wir uns irgendwoher? Ha, furchteinflößend! Ich erwarte viel von dir. Aber ich könnte schwören, wir kennen uns irgendwoher. Schon gut, vergiss es. Tut mir leid. Ah, darf ich vorstellen? Ich bin Shinpachi Nagakura und dieser Kerl hier ist Hajime Saito. Saito, führ den Neuen hier rum und sieh zu, dass du ihn auf Herz und Nieren prüfst. Du solltest Saito gut zuhören, verstanden? Ihm kann hier keiner das Wasser reichen. Und reiz ihn nicht, wenn dir dein Leben lieb ist. Sehr witzig. Unsinn. Nagakura ist fraglos stärker als ich. Mit seinen Scherzen will er nur meine Geduld auf die Probe stellen. Der Übungsbereich ist gleich da drüben. Gehen wir rein. Das da drüben sind Suzuki und Todo. Wenn du an Schusswaffen interessiert bist, solltest du mit den beiden sprechen. Hier trainieren wir. Wir kommen anscheinend gerade recht für eine Übungseinheit. Wer sein Schwert nicht beherrscht, hat in der Shinsengumi nichts verloren. Also dann, beweis mir, dass du hier richtig bist. Das ist dein Gegner. Gut, ich erwarte mir viel. Du bist gut, aber ich würde gerne noch etwas mehr sehen. Jetzt versuch mal, es mit ihm aufzunehmen. Und enttäusch mich nicht. Was denkst du? Hat er dich überzeugt? Seine Technik ist durchaus interessant. Wirklich nicht schlecht. In so hohen Tönen habe ich dich ja noch nie jemanden loben hören. Also, sollten wir ihm die Ehre zuteil werden lassen, sich mit mir messen zu dürfen? Ein Kampf gegen Nagakura ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Traust du dir das zu? Mach dir keine Sorgen. Es wird niemand sterben. Du musst dich nicht zurückhalten, Neuling. Los, komm schon, gib alles! Ah!
gebe auf! Mit dir ist nicht zu spaßen! Äußerst interessant. Nagakura zu schlagen, ist eine beachtliche Leistung. Also gut, folge mir. Der Neuling, ja? Kommst du einen Moment her? Entschuldigt die Störung. Ich hielt es für angebracht, mich vorzustellen, selbst in diesem Zustand. Das ist Soji Okita. Weder ich noch Nagakura können ihm im Schwertkampf das Wasser reichen. Das ist heute nicht mehr wahr. Jetzt, da ich ans Bett gefesselt bin, bin ich nur noch Ballast. Wenn du noch größere Fortschritte machen willst, solltest du dich an Saito halten. Du könntest viel von ihm lernen. Okita, ich gehe zum Dojo. Schick den Rekruten rüber, sobald ihr mit Reden fertig seid. Erzähl, warum willst du der Shinsengumi beitreten? Hast du richtig gehört? Wenn du dein Leben riskierst, wird Kondo dich fürstlich dafür belohnen. Saito wartet auf dich, oder? Du solltest gehen. Wir sehen uns später. Fangen wir an. Der Kampf ist vorbei. Fangen wir an. Du Saito
bist stark. So viel steht fest. Von unseren Mitgliedern könnten es nur wenige mit dir aufnehmen. Und das ist keine Übertreibung. Du hättest sogar gegen Kogoro Katsura oder Ryuma Sakamoto eine Chance. Die Namen sagen dir sicher etwas. Habe ich recht? Eine gute Antwort. Hoffen wir, dass das keine leeren Worte sind. Gut. Ich denke, diesen Rekruten können wir gut gebrauchen. Irgendwelche Einwände? Von mir nicht. Es gibt dann noch jemanden, den ich dir gerne vorstellen würde. Komm mit. Ich möchte dir einen Offizier vorstellen, Kashitaro Ito. Er ist sehr klug und weiß genau, wohin die Welt sich bewegt und wie sie dorthin kommen wird. Suzuki, den ich dir schon gezeigt habe, ist Itos jüngerer Bruder. Auch ein wichtiger Mann. Er führt eine unserer Einheiten an. Nachdem ich euch miteinander bekannt gemacht habe, werde ich unter vier Augen mit Ito reden. Du sollst alle dir zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um unser Gespräch zu belauschen. Hast du verstanden? Ito, hier ist ein neuer Rekrut für dich. Sein Schwert beherrscht er fast so gut wie Nagakura oder ich. Oh, ein Lob von Saito. Dann musst du etwas Besonderes sein. Ich bin Kashitaro Ito, Stabsoffizier der Shinsengumi. Die Shinsengumi besteht aus den besten Elitekriegern ganz Japans. Im Vergleich zu uns sind die Männer des Shoguns nur feige Schwächlinge. Unsere Taten werden die Zukunft dieses Landes entscheiden. Sei dir deiner Macht als Teil der Shinsengumi bewusst. Das will ich hoffen. Bei uns wirst du mehr als genug Gelegenheiten zum Kampf bekommen. Keine Sorge, ich erwarte viel von dir. Ach, und Saito, können wir kurz sprechen? Das wäre alles. Wegtreten. Ich will, dass du von draußen unser Gespräch belauschst und dir jedes einzelne Wort einprägst. Verstanden? Dann geh. Thank you.
Saito? Nein, ich habe unseren Neuzugang nur angewiesen, sich nützlich zu machen. Jemand mit einem solchen Talent sollte die Schwertübungen leiten. Kondo und Hijikata sind fort. Okita ist krank. Das ist unsere Chance. Niemand wird uns davon abhalten, uns von der Shinsengumi abzuspalten. Aber wenn wir nicht hier sind, könnten die Gegner des Shogunats, die in Kyoto lauern, waghalsiger werden. Das Attentat auf Sakamoto im Gasthaus Terada hat weder die Satsuma noch die Choshu auf den Plan gerufen. Darum müssen wir uns nicht sorgen. Wir treffen uns in Aburanokoji, um zu besprechen, wie wir uns von ihnen befreien. Ich erwarte dich auch dort. Wir sind fertig. Du kannst jetzt rauskommen. Das war ausgezeichnete Spionagearbeit. Ito hat nichts mitbekommen. Sicher kannst du dir schon denken, was los ist. Aber um es noch einmal offen zu sagen, Ito ist ein Verräter. Ich werde ihn auf Kondos Befehl hin weiter beobachten. Vor kurzem hat jemand das Gasthaus gestürmt und dabei Ryoma Sakamoto angegriffen. Hast du nicht davon gehört? Er ist ein wichtiges Mitglied der Anti-Shogunat-Fraktion geworden, weshalb Ito ihn im Gasthaus Terada umbringen wollte. Im Grunde schon, ja. Die Leute erzählen sich, dass wir dafür verantwortlich wären, aber weder Kondo noch Hijikata hatten etwas damit zu tun. Itos wahre Absicht war es, den Ruf der Shinsengumi zu beschmutzen und außerdem mehr über die Pläne der Gegner des Shogunats herauszufinden. Wir wissen jetzt, dass sie es im Moment nicht riskieren können, groß aufzufallen. Darum hat sich Ito gedacht, das wäre der richtige Zeitpunkt für seinen Schachzug. Ich werde die Shinsengumi von Itos Fraktion befreien. Ich weiß, du bist gerade erst beigetreten, aber ich brauche deine Hilfe dabei. Triff mich in Aburanokoji. Dort werden wir es tun.